Hey, hier ist René, ich begrüße Sie zu diesem Video und heute möchte ich ein mal komplett neues Projekt vorstellen. Wenn du diesen Kanal kennst, dann weißt du auch, dass es hier hauptsächlich um Forex Trading und CFD Trading geht. Also im Prinzip um all das, was man mit dem MetaTrader 4 umsetzen kann. Der MetaTrader 4 ist ja eine Handelsplattform, die als White Label Lösung bei fast jedem bekannten Broker verfügbar ist. Deswegen macht es auch Sinn, da Programme zu programmieren. Allerdings ist der MT4 einfach aufgrund der Struktur und dem Aufbau beschränkt auf Forex und CFD. Also man kann damit keine Aktien handeln, man kann damit keine Futures handeln, kann eigentlich gar nichts handeln, außer Forex und CFD-Produkte. Und das ist natürlich eine ziemliche Einschränkung. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt oder werde jetzt mir in Zukunft mal einen anderen Bereich auch anschauen, möchte das gerne auf dem Kanal hier teilen. Und zwar gehen wir in Richtung Aktien. Das ist ein erstmal relativ neues Feld, weil man, oder auch von der Programmierung her ein neues Feld, weil ich komplett weggehen muss vom MT4 dafür und hin zu einer anderen Plattform. Welche das sein wird, sage ich gleich nochmal kurz. Und damit ändert sich auch generell viel drumherum. Das heißt, beim Forex- und CFD-Handel ist es ja so, wenn man da Sachen automatisiert, dann macht man das immer auf Basis von technischer Analyse meistens. Insbesondere dann, wenn man tradet, wenn man wirklich kurzfristig handelt, ist es selten so, dass man da wirklich auf Fundamentaldaten schaut. Eher schaut man vielleicht nochmal auf News, aber hauptsächlich ist es ja wirklich technische Analyse. Und das ist auch etwas, was man im MT4 natürlich problemlos umsetzen kann, weil ja, ich habe da viele Videos auf diesem Kanal zu gemacht, werde auch in Zukunft wahrscheinlich weiter Videos dazu machen. Das ist jetzt auch nicht komplett weggestoßen, das Thema oder so. Ich mache da natürlich immer noch genauso weiter, aber werde ja zusätzlich mal das Aktienthema ein bisschen beleuchten und da zeigen, wie man da auch automatisiert ein paar Sachen vereinfachen kann oder auch automatisiert ja tatsächlich handeln kann. Genau, was kommt jetzt also beim Aktienhandel Neues dazu? Ich habe gerade gesagt, beim Forex- und CFD-Handel hat man eher weniger mit Fundamentalanalyse. Das ist also schon der erste Punkt, den man beim Aktienhandeln oder Aktientraden vielleicht auch mit dazu nehmen kann. Das heißt, vorher hatten wir wenig uns gar nicht mit Kennzahlen nur so beschäftigt. Bei der Aktienanalyse macht es aber durchaus Sinn, sich auch mal Kennzahlen von Aktien anzuschauen oder vielleicht mal Märkte zu screenen oder so. Und das sind Dinge, die man natürlich wunderbar automatisieren kann. Dann gibt es weitere Möglichkeiten, das konnte man natürlich beim Forex- und CFD-Handel schon machen. News Trading kann man aber beim Aktienhandel auch machen und da gibt es dann nochmal bestimmte andere Möglichkeiten. Also ich habe da mir jetzt ein paar Gedanken natürlich schon gemacht. Man könnte zum Beispiel bei einzelnen Aktien oder zu einzelnen Aktien vielleicht Twitter-Feeds auslesen oder so. Das heißt, man schaut da zum Beispiel, wenn jetzt Elon Musk einen Tweet macht oder so, könnte man den mal automatisiert auslesen und dann ja ein bisschen analysieren vielleicht auch. Da muss ich mal schauen, wie man das programmtechnisch umsetzen kann und dann auf der Basis vielleicht sogar Trade-Entscheidungen treffen. Also das sind auch komplett neue Sachen quasi, die da hinzukommen, die möglich sind. Und man kann bei Aktien natürlich auch ein bisschen mit Portfolios arbeiten, besser noch, als man das bei Forex und CFDs machen kann. Weil Forex ist natürlich immer Währung und wenn man jetzt zum Beispiel US-Dollar und US-Dollar-japanischen Yen handelt, dann ist natürlich beides immer von dem US-Dollar abhängig. Und das ist bei Aktien teilweise ein bisschen besser zu diversifizieren. Da kann man zum Beispiel mal den Bankensektor haben, den Energiesektor, irgendwelche Produktionsunternehmen, also da kann man sich auch ein bisschen breiter ausstellen. Also da hat man auch viele, viele neue Möglichkeiten. Die größte Änderung für mich erstmal am Anfang, wo ich mich auch nochmal ein bisschen einarbeiten muss und würde mich freuen, wenn das jemand mitverfolgen möchte, wenn das für jemand interessant ist, ist es erstmal vom MT4 ein bisschen wegzugehen, weil wie gesagt, MT4 macht es gar nicht. Dadurch wird die Programmierung mit der Software, die ich jetzt stattdessen nehme, deutlich komplexer logischerweise, weil der MT4 natürlich sehr, sehr einfach ist. Das habe ich immer wieder auch betont als allergrößten Vorteil vom MT4 quasi, dass man da sehr schnell und sehr einfach und ohne große Programmierkenntnisse Dinge umsetzen kann. Das heißt, da wird es ein bisschen komplizierter. Man hat aber auch verschiedene Vorteile, zum Beispiel, was ich gerade schon gesagt hatte, alles wird deutlich flexibler, man kann viel mehr machen und das hatte man beim MT4 nicht, deswegen möchte ich einfach mal gucken, ob man das so ein bisschen entwickeln kann. Genau, dann womit gehandelt wird, das wird voraussichtlich, beziehungsweise das ist das, wo ich mich gerade einlese, der Broker Interactive Brokers sein. Der wird wahrscheinlich jedem Trader ein Begriff sein, weil das so mit der wichtigste, relevanteste Broker überhaupt ist, meiner Meinung nach, auch
einer, der durchaus von professionellen Parteien, also Vermögensverwaltungen und so, gerne genutzt wird. Das hat man bei so kleinen Brokern natürlich nicht. Und bei kleineren Brokern hat man auch öfters mal irgendwelche Probleme, Skandale oder so. Bei Interactive Brokers ist es ein bisschen besser geregelt, weil der Broker ist sehr groß, sehr lange am Markt, hat guten Support, also hat wirklich guten Support, auch teilweise deutsche Ansprechpartner und so, was man bei anderen Brokern oft nicht hat. Das heißt, Interactive Brokers wird der Broker sein, mit dem ich erstmal gehen werde. Und Interactive Brokers hat auch den Vorteil, dass er zum einen fast alle Produkte anbietet. Also man kann da Futures handeln, Aktien handeln, CFD, Forex, Optionen. Also da hat man einen kompletten Spielraum und wir sind sehr günstig. Also man kann sich ja die Kommission mal durchlesen. Jetzt mache ich hier gerade eine richtige Werbeveranstaltung für Interactive Brokers. Also ich habe keine Partnerschaft mit dem Broker oder so und kriege da auch nichts für. Aber der ist halt wirklich günstig und gut auch. Also meine bisherigen Erfahrungen waren damit sehr gut, weshalb ich das auch so wiedergeben kann gerne. Genau, dann zur Plattform. Die Plattform ist natürlich die Trader Workstation, beziehungsweise es gibt da noch eine Plattform, die so ähnlich ist wie die TWS, nur ein bisschen abgespeckter. Das heißt, die frisst nicht so viele Ressourcen. Das sind zwei Handelsplattformen, die Interactive Brokers anbietet. Und das Coole ist, Interactive Brokers hat eine ziemlich ausgeprägte API, die sie zur Verfügung stellen. Eine API ist erstmal nur eine Programmierschnittstelle. Das heißt, da gibt es Datenbanken, die aufbereitet sind von dem Entwicklerteam von Interactive Brokers, die man so nutzen kann. Zum Beispiel kann man Datenbanken in der Programmiersprache Java nutzen, Python, C++. Ich glaube, man kann sogar mit Excel programmieren oder so, mit VBA oder wie die Programmiersprache dort heißt. Und das ist also ziemlich cool, dass man da die Möglichkeit hat, dieses Framework direkt zu nutzen, darauf aufzusetzen und dann auf der Basis natürlich Orders zu schießen und direkt bei dem Broker zu handeln. Genau, ich habe mal schon mal kurz reingeschaut. Ich werde das mal, denke ich, mal im nächsten Video zeigen dann, wie man damit startet. Und da werde ich auch mal zeigen, wie man das Ganze installiert, aufsetzt und ja, wie es dann läuft. Ich werde mit der Programmiersprache Java gehen und beziehungsweise in Kotlin wahrscheinlich programmieren. Und es gibt aber auch verschiedene andere Programmiersprachen. Viele stehen ja auf Python zum Beispiel. Das heißt, da kann man natürlich für sich dann auch einfach ein bisschen abwandeln, wenn man das möchte. Genau. Und ja, da werde ich einfach mal zeigen, wie man das Ganze aufsetzt und dann vielleicht auch mal kleine Programme schreiben. Wie gesagt, ich bin komplett neu auch zu dieser Plattform gekommen und habe mir bisher nur ein bisschen die API angelesen. Und ich kann das nachher mal im nächsten Video zeigen. Die API ist aber auch so ein Riesenklops. Das heißt, da gibt es schon relativ viel zu lesen. Und genau, ich werde einfach mal kleine Programme vielleicht auch demonstrieren und zeigen, dann auch auf YouTube stellen, weil auch da ist es leider so, dass es kaum öffentliche Ressourcen gibt, kaum verwertbare freie Ressourcen, wo man auch gescheite Videos hat, wie man das Ganze programmiert. Von daher, ja, spannendes Thema eigentlich. Ich hoffe, dass es wen interessiert. Also eigentlich ist nicht so viel neu. Wir programmieren immer noch Handelsstrategien. Nur schauen wir uns jetzt mal das Aktienuniversum an und wechseln ein bisschen die Plattform, weil der MT4 einfach nicht das richtige Tool ist. Also ich hoffe, dass es von jemandem verfolgt wird. Es gibt ja viele Leute, die sich für Aktien interessieren und jetzt gehen wir mal in den Bereich, das zu automatisieren. Wenn du irgendwelche Vorschläge hast, vielleicht auch solche Sachen wie eine Twitter-API oder so oder irgendeine coole Idee oder so, dann schreib das gerne mal unter das Video und gib dem Video ein Gefällt mir. Wenn du die Idee cool findest und das verfolgen möchtest, dann weiß ich auch, dass ich dazu mehr Content und mehr Videos drehen kann. Gut, das war's. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt. Ich freue mich drauf und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.